empfinde ich gerade ein bisschen als anstrengend. Aber ich habe auch theoretisch jetzt in den letzten Tagen nur den Controller in der Hand gehabt. Ja, vielleicht mal eine Pause. Oder ich sollte mich mal anders da hinsetzen. Das wäre auch möglich. So, hier geht es auch bestimmt weiter. Ich bin noch von oben runter gefallen. So. Ja, kannst du mal sehen. Da bin ich schneller als du, hm? Luca. Weiß zwar nicht warum und wie, aber. Was? Das ist schon manchmal ein Hasenfuß. Mir ist heiß. Ich bin klitschnass und ich habe die Schnauze voll. Nebulosus. Nebulosus, okay. Habe ich gerade beide geklatscht? Kann man mal machen. So. Du hast eine Platin-Trophäe erhalten, aber kein reines Platin. Ich glaube, dafür habe ich zu viel Damage gefressen. So. Nimm mir erstmal hier ein bisschen was mit. Ne, da unten ist wieder so ein Herausforderungsding. Ich bin einfach zu schlecht für die Dinger. Ja, zum Glück war das kein Golem, keine Kuh, die sich wehrt. Das könnte ich jetzt nicht gebrauchen. Aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen Damage. Habe ich jetzt schon doch eingesteckt. Also wir wissen ja, wie Luca drauf ist, dass der eigentlich ein ganz guter Charmeur ist, aber auf der anderen Seite auch so ein kleiner Trottel. Die Viola zeigt, ist zwar nicht ganz so ein guter Charmeur wie er. Hey, better be careful. He's gonna end up flash fried. Bring it in, big guy. Burning Beyblade. Gut. Auf die Schnauze. War aber nur Gold. Ich hab keine Ahnung, was das ganze Zeug ist.
Bring it on! Bring it on! Bring it on! Bring it on! Das lief gut. Haben wir uns eigentlich einen Gesundheitsbalken? Oder muss ich mir für Viola, für die Wahl extra einen machen? Wir müssen, wie ich die kriegen krieg. Und weg ist sie. Natürlich. Warum denn auch nicht? Oh nein, nicht sowas. Nee, nee, nicht mit Vi. Nicht mit der Vi. Warst du jetzt zu schnell? Luca, you were there. Sei doch nicht so ängstlich, Mädchen. Ich glaube, die hat die Hosen gestrichen voll. Au. Hol die schon wieder. Und das Vieh. Oh nein. Er ist weg. Holy shit. Volutus, schwere bestialische Einheit Volutus. It's bacon time. It's bacon time. Ja, schön essen. All you big thing, bring it in, big guy. Bring it on. Bring it, little big guy. Over here, Cheshire. Ow. Zum Geier. Ach, die Streams gar nicht mitbekommen. Du warst wahrscheinlich im Spiel vertieft. Au. Wie geht's, wie steht's? Ich glaube, ich zocke zu viel mit Controller aktuell. So, was ist mit dem los, ey? Hallo Katze. Ja, wenn ich hier mit der rechten Hand Controller drücke, dann habe ich hier irgendwie so einen Schwächeanfall manchmal. Dann finde ich es gerade irgendwie als sehr anstrengend. Vielleicht sitze ich auch falsch. Oh,
weiß ich nicht. Just when I thought I finally had him. Oh. So. Gerade angemerkt, dass wir eigentlich theoretisch mal noch eine Runde Sons of Forest irgendwann mal spielen sollten. Da scheint ja einiges wieder nachgekommen zu sein. Das Shirt Girl Lucky Rot steht ab sofort im Laden im Kauf bereit. Gehen wir mal in den Laden. Du weißt schon, dass wir eigentlich mit Viola spielen? Ah, okay. Odins Schätze. Altes Bilderbuch, ein abgenutztes Bilderbuch. Das nicht ohne weiteres geöffnet werden kann. Rückgabe oder Erstattung nicht möglich. Zubehör? Nee, brauchen wir jetzt auch nicht. Zwei Mondperlen oder zwei Hexen im Dingsbums? Bilder, Musik und vieles mehr. Nee, ich würde gerne... Ja, komm. Müssen wir weitermachen. Bayo. Bayo Mayo. Oh, jetzt so ein Stück Butter mit Mayo. Einfach reingebissen. Da fehlen Eiter und fehlt ein. Au! Okay. Wir haben ein paar Skills freigeschaltet. Ich habe die Bajonette wieder schwarz gemacht. Mit den Haaren und dem ganzen Kostüm, weil ich finde irgendwie die anderen haben... Die sehen so komisch aus, finde ich. Ich meine, wir könnten hier so eine kleine Prinzessin Peach hier reinbasteln. Theoretisch. Frage ist, wo wollen wir lang? It's about time I got moving again. Ja, ich weiß, dass du dahin musst. Ich will ja hier hinfahren, gucken, wo ich lang muss, dass ich genau den anderen Weg gehe. So, das nehmen wir mal. Wir haben eine neue Waffe.
schon wieder falscher Knopf. Meine Güte, Nintendo. So, und jetzt gerne... Skills. Madame Butterfly. Haben wir fertig? Ah, Viola könnte man natürlich auch mal was machen, ne? Viola braucht eine Lebenskraftsteigerung. Aber ich meine, die hätten wir doch, oder nicht? 2-2. Gut, Magie brauchst du jetzt in meinen Augen jetzt... Komm, machen wir das mal. So, dann kriegt die Viola nämlich auch etwas. Dann ist sie nicht ganz so nackig. Kann mir sagen, was man will, aber die Bayonetta als Spinnenfrau sieht für mich aus wie Quelak. Das ist die andere Spinnenwaifu. Wollte die mit dem Turm? Muss ich den kaputt machen? Das kannst du nur mit diesem dicken Drachending, ne? Och nein. Kann ich ja nicht verschiedene Sachen wählen? It's about time I got moving again. Boah, komm schon. Ich habe nur ein Waffenpaar. Okay. Was? Da wollte ich schon sagen. It's about time I got moving again. Muss mir was zum Essen machen. Mach das. It's about time I got moving again. Warte mal, ich hab da eine andere Idee. Lass mich mal raten, ich muss da irgendwie... Nee. Noch. Das hätte theoretisch auch meine Madame Butterfly machen können. So.
Oh, ist das gemein. Warum kann ich mich jetzt ausversehen? Habe ich mich jetzt festgeglitscht? Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich mich jetzt auf einmal... Warum hat er sich jetzt aus Langeweile in einen Gepard verwandelt? Ich nehme die andere Waffe mal weg. Ich finde die sehr verwirrend. Na endlich! Die Madame Butter, Madame Butterfly, die ist schon eine Dufte. Ein bisschen alt, aber passt schon. Eine Platin-Trophäe erhalten. Dann werden wir die ganzen Kriegswaffen kaputt. Nicht viel, außer diese Herausforderungsdinger, aber aktuell fühle ich sie nicht. Looks like I'm nearing the crater. Und das ist auch schon der Grat. Ich hoffe, das Chaosgetriebe ist nicht dort drin. Also spätestens jetzt nicht mehr. Würde ich sagen. Was zum... Das ist eine bestimmte Wukong-Verschnitt. Pyrocumulus. Na super. Na super. Lauf schneller! Hexenwerk über die... Was? Ohne in die Lava zu fallen? Unleash it! Finish them!
So, next one. Super! Wir sind cooler Move. Zweimal X, zweimal Y. So, wo muss ich jetzt lang? Ich will zwar nichts sagen, aber das mit den Fröschen bringt eh nichts. Weil die Katzen triffst du einfach nicht. Ich weiß nicht, wie man die Katzen da kriegen soll. Die Krähen auch nicht. Kannst du ja nicht angreifen. Die musst du ja irgendwie einfangen und die Katzen sind einfach so scheiße schnell. So, dann wollen wir mal gucken, wie schnell ich hoch, wie weit ich hier hoch kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich das offiziell hätte machen sollen. Nein. Obwohl, doch, das geht. Oh nein, ich hab verkackt. Ah, Mist. Ich wette mit dir, hab's um 2 Pixel vergeigt. Okay, ich hätte auch einfach hier hochgehen können. Kamera-Turbo. Super. Das war eine sehr schwache... Eine sehr schwache Ausbeute. All eyes on me now. Ja. Gut, Bayonetta. Sowieso alle Augen auf dich gerichtet. Also da musst du uns nicht deinen Knackpo in das Gesicht stecken. Au. Come down the mountain.
Jetzt davon meinetwegen. Ich hoffe doch, du hast ein hübsches Geschenk für mich. Na, das hat doch bestimmt Bayo. Unerzogener Lümmel. Oh, schon wieder. Ich habe noch einen Freund, der es gerne heiß mag. Ein Kumpel, der es heiß mag. War das irgendeine Anspielung? Ich kann... Wir können hier nur den Dingsbums benutzen. Wir können hier nur die Spinne benutzen. Wenn ich sagen, aber ich krieg gut aufs Maul. Hat er gerade meine Spinne gekillt? Warum ist es schon vorbei? Wir sind noch sowieso immer, wir sind immer noch nicht fertig mit dem. Das war Bronze, das war schwach. Viel zu viel Schaden gefressen. Ah, die hiesige Bayo. Okay. Interessantes Tänzchen, muss man ja gestehen. That's the ticket.
I believe you two have already met. Let's go. Der Zweig kennt euch ja bereits, also los geht's. King Kong gegen Hongkong. Im Zug. Hallo. Ich stirb eins am besten. Hope you like hot lead as much as hot lava. What the fuck? Ich will so nicht sagen, aber. An diesem Zug könnte sich die Deutsche Bahn mal, mal eine Scheibe abschneiden. Mit so einem Zug kommt man nicht zu spät. Au. Nimmt der gerade unseren Zug auseinander? Du Lümmel. Oh, die Arbeitsfrisur. Ja. Jo. Er braucht schon eine Baustelle, wenn man einen allfressenden Tentakelzug hat. Keine Ahnung, was das gewesen ist, aber ja. War so klar. Das muss doch eigentlich hinüber sein. Ich glaube, es interessiert ihn relativ wenig. Ich verstehe es halt nicht. Das Ding ist doch eben seine Energiequelle. Die Energiequelle haben wir dem zerrissen und dann hat er aber noch genug, um sie sich wieder zurückzuholen. Erzpyrokumulus. Ja, das habe ich mir gedacht. Vor allem mit dem Stab. Das erinnert mich schon. Die Macht, die diese Welt im Inneren zusammenhält, gehört nur mir und ihr unausweichlicher Kollaps steht bevor. Und obwohl ich für diese Hülle keine weitere Verwendung habe, bleibt noch etwas Zeit, sich zu amüsieren. Ich sollte dich hier und jetzt wie eine Sekte quetschen. Als ob du das könntest, du Lappen.
Jo. Glaub, Bayonetta ist sauer. Hallo. 500 Jahre und man kriegt schon ein bisschen Moos an der Brust. Wer kennt's nicht? Ich find's gut, dass man mal jemand anderes spielt. Na, kleiner Mann. What was that about crushing? Zerquetschen, sagtest du? Da sind wir auf jeden Fall mit von der Partie. Möchte sich gerade mit Wolken. Ja, so ein Wolkenbad kann man mal machen. Königin Butterfly. Na dann. Oh, das ist ja süß. Mit Blubberbläschen. Au. ZR, Entschuldigung. Das mit dem Z ist halt immer sehr nervig. So. Und tschüss. Blöder Affe. Bläschen Atem, Bläschen Schlag. Weiß ich gerade. Ich will da nichts sagen, aber. Ja, klar. Die sich nur amüsieren. Die Musik ist irgendwie komisch. Oh, Energie! So, komm her, King Kong. Ich möchte gern King Kong. Er geht dreimal Armgriff auf den Erzstab ab. Ja, hallo. Dürfte doch eigentlich gar nicht mehr so viel haben. Das macht schon. Okay, das ist schon schön. Bayonetta und ihre BFF. Ja, kann man mal machen, ne? Loop-Bonus, Bonus, Boss-Bonus.